Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt wieder ein neues Photoshop-Grundlagen-Tutorial auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr mit ebenen Masken non-destruktiv arbeiten könnt. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, heute geht es wie gesagt um Ebenenmasken und um das Ganze hier zu demonstrieren, erstelle ich mir hier eine Ebene, neue Ebene. Dann nehme ich hier das Auswahlwerkzeug und erstelle mir hier eine kreisrunde Auswahl, die ich dann mit dem Füllwerkzeug fülle, beziehungsweise hier mal die Pipette nehme und dann hier Farbe aufnehme und das Ganze fülle. So. Nun kann ich hier mit dem Verschieben-Werkzeug das Ganze hier im Bild verschieben. Und nun wäre es natürlich toll, wenn ich hier das Bild, dieser Kreis durchlässig wäre. Ich habe jetzt die Möglichkeit, das Ganze non-destruktiv oder destruktiv zu machen. Destruktiv heißt, ich kann es nicht mehr so einfach rückgängig machen. Das heißt, wenn ich hier den Radiergummi nehme und das Ganze dann rückgängig machen will, kann ich das nur noch über den Verlauf hier drüben, über das Protokoll hier, indem ich hier den Radiergummi wieder rückgängig mache. So, dann haben wir hier wieder einen vollen Kreis. Das Problem ist, wenn ich hier unten natürlich schon weitere Bearbeitungsschritte gemacht habe, dann gehen auch diese wieder verloren. Nun, wie kann ich das anders machen? Ganz einfach, ich erstelle mir hier unten eine Ebenenmaske. Und ihr seht, es hat jetzt hier eine Ebenenmaske erstellt, eine weiße Fläche. Und hier drüben ist die Ebene selber, die ich, wenn ich sie markiere, hat sie so eine Umrandung. Und wenn ich dann auf die Ebenenmaske gehe und dann hier drüben mir einen Pinsel nehme und die Farbe Schwarz hier unten auswählen, kann ich hier das gleiche machen wie vorher mit dem Radiergummi. Es wird durchsichtig, ich kann es hier verschieben. Und wenn ich dann das Ganze rückgängig machen will, wechsle ich einfach hier die Farbe und nehme mir wieder den Pinsel und male mir das Ganze wieder zurück ins Bild. So, und schon ist die Fläche hier wieder weiß. So einfach kann ich die Ebenenmaske nutzen. Ich kann die Ebenenmaske natürlich auch auf Auswahlen erstellen. Wie das Ganze geht, habe ich euch im letzten Video ja gezeigt, wenn ich den Hintergrund auswähle. Auch da habe ich mit der Ebenenmaske gearbeitet. Hier arbeiten wir nur mit dieser Ebene, mit dem Kreis. Ich kann natürlich auch auf Filter das Ganze anwenden. Wenn ich hier zum Beispiel eine Korrektur einstelle und hier die Helligkeit verändere, kann ich sagen, ich will die Helligkeit nicht auf dem Modell verändern und dann das Ganze hier wieder zurück ins Bild malen. So. Schnell hier das Ganze machen. So. Ich glaube, ihr seht, wie das funktioniert. Hier drüben ist es schwarz. Und wenn ich hier etwas neben durchgemalt habe, hier zum Beispiel, kann ich das wieder rückgängig machen. So funktioniert also das Arbeiten mit Ebenmaske, ein non-destruktives Arbeiten, das ich jederzeit wieder ins Bild hineinmalen kann mit schwarzer Farbe oder aus dem Bild rausmalen kann mit weißer Farbe. Ja, das war's vom heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert hier oben meinen Kanal. Das nächste Photoshop-Tutorial gibt es in 14 Tagen.
In einer Woche gibt es bereits mein nächstes Video. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss!